Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 1. Mein Name ist Maximilian Ratzenböck. Ich bin aber nicht allein. Ich habe auch einige meiner früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei ist Captain Luke. Hallo. Hallo Max, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du dabei bist. Na, schön, dass ich da sein darf. Wie fühlt es sich an, mit mir wieder über Fußball sprechen zu dürfen? Ich spreche prinzipiell sehr, sehr gerne mit dir und dann noch über Fußball. Also ich bin voll mit Endorphinen. Wahnsinn, ja, Endorphinen. Es geht los mit Fachbegriffen und diese nehmen heute überhaupt kein Ende, weil wir haben ein extrem straffes Programm heute. Ja? Absolut. Champions League Upsets, Galatasaray, Lens und Newcastle haben größere Clubs geschlagen. Neuer Tabellenführer in Österreich nach einer Überraschung in Klagenfurt. Und ist Lionel Messi schon wieder vor dem Absprung aus der MLS? Diese Frage stellt sich. Vorher stelle ich dir eine Frage. Headline Captain Luke. Bullen entthront. Wie kam es dazu? Naja, es kam dazu, weil die Bullen gegen Klagenfurt nur ein Unentschieden zusammengebracht haben. Ja. Mit Grund sicher eine rote Karte. Gingen früh in Führung mit 2-0. Am Ende ging es sich dann doch nicht aus für die 3 Punkte. Und Sturm, wie wir wissen, schon aus den letzten Monaten, letzter Saison, sind wirklich sehr, sehr stark und auch konstant stark. Und das hat zur Folge, dass wenn Salzburg die Punkte jetzt mal liegen lässt, wieder jemand da ist, der ihnen wirklich im Nacken sitzt und in dem Fall sogar vor sie kommt. Sturm-Tabellenführer, Salzburg Nummer 2. 2-2 in Klagenfurt im Wörthersee-Stadion. Was war der Grund? War Salzburg einfach wirklich nur geschwächt wegen der roten Karte und man war numerisch unterlegen oder war Klagenfurt auch gut, deiner Meinung nach? Also der eigentlich wahre Grund heißt Peter Packold. Klar. Der einfach seine Jungs gut einstellt und der, glaube ich, weiß, wie man Salzburg ärgert. Denn Klagenfurt, weiß man aus der Vergangenheit, war nie ein leichter Gegner für die Salzburger. In dem Fall dachte ich schon, okay, diesmal mit dieser 2-0-Führung eben eigentlich alles so, wie wir es kennen. Aber da haben sie sich nicht lumpen lassen, die Klagenfurter, und haben das bis zum Ende durchgefightet. Und da muss ich auch sagen, Gratulation, und finde ich auch cool, dass eine vermeintlich kleine Mannschaft die großen Bullen auch mal wirklich ärgert. Genau, ich habe im Postmatch-Interview von Peter Packold ja gesehen, er war überhaupt nicht zufrieden mit den ersten 30 Minuten, hat dann selber gesagt, er hat ihnen eine kleine Brandrede, was überhaupt nichts mit der Lautstärke zu tun hat, meinte er, gegeben und dann hat es offensichtlich hingehaut. Also beherzter Auftritt von Austria Klagenfurt zu Hause. Was seiner Meinung nach auch reingespielt hat, war die tolle Kulisse. Die tolle Kulisse hat für den Fernsehzuschauer überhaupt nicht toll ausgesehen, aber offensichtlich waren da Leute. Ja. Was aber interessant ist, es hat der KAC am Abend gespielt, es hat der VSV gespielt und es hat auch der WAC gespielt. Also trotz der Sportdichte an diesem Nachmittag, viele Leute im Wörthersee-Stadion, die Klagenfurt unterstützt haben. Ja, vielleicht haben die auch schon vorgeahnt, was an diesem Tag möglich ist. Prinzipiell ist ja, glaube ich, mal ein Spiel, wenn Salzburg zu Gast ist, immer ein Spiel, das man sich anschauen kann, denn da wird auch guter Fußball geboten. Und wie gesagt, Klagenfurt für Salzburg definitiv kein Selbstläufer. Deswegen wäre ich Klagenfurt-Fan, würde ich mir auch die Spiele gegen Salzburg daheim im Stadion anschauen. Ja, also Karweiner, Man of the Match, glaube ich, kann man nichts dagegen sagen. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf, wurde ja auch gefoult am Weg zum Tor. Und alles in allem würdest du unterschreiben, das verdient der Punkt für die Klagenfurter? Würde ich schon sagen, weil das gegen Salzburg 2 Tore machen nach 0-2 ist nichts, was einfach mit Glück passiert. Schieß einmal zwei Tore gegen Salzburg und dann reden wir weiter. So ist es. Und ich habe 11 Meter geschossen. Der Turmer fliegt heute noch. Ja. Da hat einmal zu mir einer gesagt, wie ich ihn verschossen habe. Wirklich? Der Turmer fliegt heute noch. Ach, Frau. Ja. Nein, also ich finde es cool. Ich finde die Entwicklung auch cool, dass Sturm eben so konstant ist, dass sie da anknüpfen können und auch jetzt von oben runter lachen. Aber so ehrlich muss man sein, wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison, also da ist noch ein weiter Weg. Es sind 10 Spiele gespielt, du hast jetzt Sturm vorne mit 24 Punkten, einen Punkt vor FC Red Bull Salzburg, wie wir sehen, dahinter der LASK und Hartberg. Das heißt, diese Konstanz, die wir in den vergangenen Jahren oder die Verfolger in den vergangenen Jahren eigentlich immer vermissen haben lassen, die ist jetzt zumindest in den ersten 10 Spielen bei Sturm da. Weil wenn andere diese gehabt hätten in den vergangenen Jahren, hätte der Meister wahrscheinlich nicht immer Salzburg geheißen, weil sie gestolpert sind sie ja schon mal. Das ist es. Und genau das ist das, was ich eigentlich seit Jahren predige, dass Salzburg zwar immer
die beste Mannschaft hat, den besten Kader, aber sie waren nie unbesiegbar und man hätte sie einfach vom Thron stoßen können, wenn man selber seine Hausaufgaben macht. Und ich sage auch, du kannst Meister werden, auch wenn du gegen Salzburg zweimal verlierst oder vielleicht sogar viermal, weil die bleiben auch nicht immer mit einer weißen Weste. Die haben genauso ihre Unentschieden, genauso ihre Niederlagen. Du musst halt deine Hausübungen gegen alle anderen machen. Das ist natürlich sauschwer, aber du musst dich nicht mit Salzburg direkt messen, sondern wenn du alles andere gewinnst oder zumindest nicht verlierst, hast du schon wahnsinnig gute Karten, weil keine Mannschaft in unserer Liga ist wirklich komplett konstant bis zum Schluss. Und das sieht man auch immer bei Salzburg, vor allem in den letzten Jahren immer wieder. Und das ist das Geheimrezept, diese Konstanz als Verfolger einfach an den Tag zu legen. Und Sturm schafft das, muss man wirklich sagen. Chapeau. Und ich bleibe jetzt bei meinem Herzensverein, bei Grün-Weiß, bei Rapid, dass ich auch gesagt habe, du musst nicht immer gegen Salzburg gewinnen, aber du musst gegen die vermeintlich kleineren oder alle anderen Verfolger einfach deine Punkte machen und dann ergibt sich's am Ende von selbst. Absolut richtig. So ist es jetzt, dass Sturm Erster ist, Salzburg Zweiter. Bleibt Sturm Erster? Schwierig, glaube ich nicht. Mhm. Es wird sicher noch einige Tabellenwechsel, Führungswechsel geben. Aber ich gehe fix davon aus, dass bis zum Ende dieser Saison Salzburg Sturm nicht abschütteln kann, sondern die werden immer wie so eine nervige Ex-Freundin immer wieder anrufen. Okay, sehr interessant. Luke, vielen Dank für deine Headline. Wir schauen uns das an, wie Sturm performt, wie Salzburg performt und wie es dann am Ende ausschaut. We'll keep you updated. Aufreger der Woche. Dieses Mal beschränken wir uns auf einen Aufreger und der ist passiert in Genua. Mhm. Also da ist ja lange nichts passiert und dann haben wir auf einmal beide Torhüter rot gesehen. Hast du mitbekommen, wie es zu dem gekommen ist? Nein, wie die roten Karten passiert sind. Wobei, das stimmt gar nicht. Oh ja, weil ich habe gesehen eben, dass die rote Karte für Milan, die habe ich gesehen und dann durfte Olivier Giroud die Handschuhe anziehen. Aber beschreib nochmal kurz, wie es zu den roten Karten kam. Es war super lange 0-0. Ich glaube, in der 87. Minute hat Pulisic zum 1-0 getroffen. Pulisic oder, wie man ihn auch nennt, der LeBron James of Soccer. Oder Pulisic. Kennst du das? Nee. Kennst du das Meme von, da gibt es die Pawnshops, also gibt es sowas wie wie heißt diese Sendung, die sich jeder anschaut, der auch ein Fahrrad hat oder spazieren geht? Nein, diese auf Servus ist es bei uns, glaube ich. Fahrrad hat und spazieren geht? Nein, das Wer denkt sich so eine Sendung aus? Bares für Rares. Okay. Ja, das sind die Leute, die dann Rennradl fahren. Shoutout Johannes Hofer. Also Bares für Rares. Ja. Sowas, die gehen halt dann in einen Pawnshop rein und die verkaufen halt irgendwelche Sachen. In was für einen Shop? Einen Pawnshop. P-A-W-N, so nennt man die. Pawn. Pawnshop. Okay. Ja, nicht da jetzt. Entschuldige. Es war kein Freudscher. Deswegen frage ich. Nein, ein Pawnshop und die gehen da rein und einer ist reinkommen mit einem, ich glaube, signierten Pulisic-Chelsea-Trikot und dann sagt der Amerikaner, der sich natürlich mit Fußball sehr gut auskennt, sagt dann, oh, Pulisic, that's that wonder kid, right? The LeBron James of Soccer. Und die anderen, yeah. Und als Europäer, als Fußballlieber, da möchte man den Fernseher aus dem Fenster haben, der LeBron James of Soccer. Was, das ist so amerikanisch, das sagst du, das gibt's gar nicht. Jedenfalls hat besagter Pulisic, wie ihn die deutschen Kommentatoren genannt haben, in seiner Dortmund-Zeit in der 87. getroffen. Stark. Ja. Gratuliere an der Stelle. 0-1 gegen den ältesten Fußballsportverein Italiens, Genua übrigens. Mike Maignan dann beim letzten Angriff Genuas stürmt er durch und er fährt ihm mit dem Knie ins Gesicht. Ja, das habe ich gesehen. War auch bissi. War auf der Brust eher. Ja, Gesicht war der O-Ton vom Kommentator. Spüren möchte ich es nicht. Nein, überhaupt nicht super. So, rot, weil, naja, dann hat Milan schon fünfmal gewechselt. Olivier Giroud ins Tor. Olivier Giroud geht ins Tor. Freistoß, der resultiert, war am 16er beinahe. Der ist irgendwie dann abgefälscht auf die Latte. Also der war ganz knapp nicht drinnen. Okay. Das war richtig zach. Ecke danach. Martinez, Torhüter von Genua, geht mit nach vorne. Hatte schon gelb, weil er vorher Zeitspiel, weißt du, das ist eine sehr gute Idee, Zeitspiel. Bei 0-0. Genau. Ja, super. Man kennt's. Ja? Ja. Das lernt man in der Jugend schon. bekommt die gelbe Karte und dann beim verlieren sie nach der Ecke den Ball im gegnerischen 16er. Und er fordert einfach voll rein beim Wegschießen. Okay. Kriegt gelb, gelb-rot, beide Torhüter raus. So, die haben dann eh wechseln können, pipapo. Hatten noch einen Wechsel frei, passt. 103. Minute, noch einmal geht der Eingreifer von Genua durch und Giroud wirft sich ihm in den Schritt. Unglaublich, hat er echt geil gemacht. Nachher dann noch eine kleine Parade. Und Kasten sauber gehalten, unglaublich, unbedingt anschauen. Absolut, ich habe das auch gesehen, muss sagen, wirklich geil gemacht. Und Max, ich habe das tatsächlich selbst schon mal erlebt.
Was? Ich habe ja auch im Amateursport Fußball gespielt. Ja, Geschichte geschrieben. Geschichte, ja, in Geschichte ja. oder in Deutsch. Geschichte abgeschrieben. Genau. Und habe tatsächlich auch mal als Feldspieler die Tormannhandschuhe angezogen, weil sich der Tormann verletzt hat. Wir hätten zwar wechseln können, aber wir hatten nur einen Tormann mit. Das sind die Probleme, aber, die man außerhalb vom Profisport hat. Nämlich so ist es. Gehst du ins Tor? Na, du? Na, da. Okay, dann mache ich's. So ähnlich. Nein, aber ich habe dann gesagt, ich habe ja viele Jahre lang Basketball gespielt und deswegen ja. mag ich eigentlich, also kann ich, glaube ich, auch mit der Hand mit dem Ball halbwegs umgehen. Und habe dann gesagt, ich stelle mich rein und habe auch meinen Kasten sauber gehalten. Ich muss sagen, es war eigentlich ein urgeiles Gefühl. Echt? Auch mal das Spiel von da hinten zu sehen, auch so bei ein paar Flanken mal ein bisschen rauszuschreien und den Ball mit der Hand abzufangen. Okay, und so. To cut it short. Cool. Was wir alle wissen wollen, hast du ein Tor bekommen? Nein, natürlich kein nicht. Tor bekommen? Nein, kein Tor bekommen, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir das gewonnen haben oder nicht, aber es war ein geiles Erlebnis. Also Olivier Giroud, I feel you. Cool. Also du hast gerade gesagt, du hast gern Basketball gespielt. Mhm. Basketballer wird der heutige Gast bei der dritten Halbzeit wohl nicht mehr werden. In der deutschen Bundesliga ist er aber schon ein ganz, ganz großer. Herzlich willkommen bei Abgestaubt, Romano Schmidt. Dankeschön, servus. Schön, dass du da bist. Wie geht's da? Ja, soweit gut. Du bist ja eigentlich, du spielst jede Partie soweit. Ja, du spielst fast immer durch. Mhm. Du triffst auch, du warst gegen Mainz in Kicker 11 der Woche, bestbewertetster Spieler. Grundsätzlich, von dem her, sind das eigentlich ganz gute Anzeichen. Wie fühlst du dich selber? Wie bewertest du deine Form selber? Ja, ich glaube, von dem Beginn der Vorbereitung würde ich sagen, ja, auf dem steigenden Ast. Erstes Spiel war halt von auf der Bank. Trainer hat es als taktische Gründe erklärt. Ja, und seitdem, glaube ich, bin ich sehr, sehr gut im Spiel. Auch gegen Freiburg, erstes Spiel war wieder seit langem zwar ein Spiel, wo ich von Beginn an spiele, aber glaube ich, ganz gut gemacht. Und die letzten drei Spiele bis auf Darmstadt waren natürlich von mir persönlich, würde ich schon sagen, sehr gut. Deswegen bin ich da tendenzklar steigend. Ja, Romano, vor allem bei Niederlagen ist es so bei mir gewesen, ich habe das immer mit ins Bett genommen, am Abend vorm Einschlafen. Da kommen nochmal so Szenen, wo du denkst, boah, warum habe ich den Pass nicht angebracht, warum habe ich den Schuss nicht? Hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, würde ich ihn reinmachen. Passiert dir das auch? Arbeitet das auch nach bei dir? Ja, früher schon, beziehungsweise was heißt früher, letzte Saison auf jeden Fall auch noch. Diese Saison versuche ich das ein bisschen abzuschalten. Ich meine, wenn du es eh kennst, was soll ich denn großartig jetzt ändern? Es ist passiert. Ich habe kein gutes Spiel gemacht. Ärgert mich persönlich schon, aber im Endeffekt kann ich es ja nicht mehr ändern, so nächste Woche besser machen und darauf hinarbeiten. Also schon so eine mentale Geschichte, dass du sagst, das soll auch gar nicht im Kopf arbeiten, sondern es ist dieses Abhaken, Blick nach vorn. Ja, ich glaube, damit beschäftige ich mich momentan sehr viel auch, so glaube ich, in dem mentalen Bereich und deswegen, glaube ich, geht es mir persönlich momentan so gut und wie gesagt, ich versuche das einfach auszublenden. Auch nach guten Spielen versuche ich natürlich jetzt nicht das überzubewerten, weil ihr wisst, hoffentlich, ich weiß persönlich auch, dass ich sehr guter Fußballer bin. Aber ich weiß auch, dass das ganz schnell Woche für Woche immer kippen kann. Und wie gesagt, in 2-3 Spiele sehr gut, in 2 einmal schlecht. Heißt einfach, diese schlechte Spiele ja, in gewissen Art und Weise zu minimieren und einfach häufiger die guten Spiele über einen gewissen Zeitraum, nicht nur über ein Spiel haben, sondern einen gewissen Zeitraum zu machen. Also meine nächste Frage wäre ja dann gewesen, was siehst du als Hauptgrund für deine persönliche sehr gute Form? Du hast das aber eigentlich schon fast teilweise beantwortet. Du, mentale Stärke ist dazugekommen bei dir. Also du hast irgendwie da nach vorne gekämpft, sage ich jetzt einmal, was im Kopf passiert, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Würdest du das so unterschreiben, dass das ein Hauptfaktor ist, warum es sportlich auf jeden Fall bergauf geht? Ja, wie gesagt, ich glaube, die Spiele habe ich ja letzte Saison vor allem in der Hinrunde auch extrem gute Spieler gehabt. Dann auch noch habe ich mich verletzt und dann bin ich halt nicht mehr so in die Mannschaft gekommen. Aber ich glaube definitiv, dass das momentan schon aus mentaler Sicht beziehungsweise auch Selbstbewusstsein steigern, dass ich das trainiere und dass mir das jetzt wieder zugute kommt, weil früher, wo ich jung war, habe ich ja Selbstvertrauen ohne Ende gehabt, das hat man dann auch immer gesehen. Natürlich, irgendwann gibt es vielleicht die Phase, wenn es nicht so läuft, dass man die ein bisschen verliert. Bei mir war es dann, ja, ich sage mal in Salzburg eher so, dass ich ein bisschen verloren habe. Und ja, wie gesagt, damit haben wir jetzt da die letzten Monate eigentlich seit dem ja, ein bisschen nach meiner Verletzung sehr viel beschäftigt und ja, ich glaube, das spürt man jetzt da, wie gesagt, wie ich am Platz auch auftrete, glaube ich.
Absolut, Romano. Und man muss sich ja vor allem als Profisportler immer Ziele stecken, was vor Augen haben, worauf man hinarbeitet. Und wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du weißt, wir sind ja hier bei Wünsch dir was, bei welchem Fußballverein würdest du gerne mal spielen, wenn du es dir einfach nur wünschen könntest? Egal ob realistisch, unrealistisch, welches Dress würdest du gerne mal anziehen? Das ist echt gemein, gell, die Frage. Herzlich willkommen hier bei Abgestaubt. Nee, früher hat es sicher was gegeben. So jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so einen Verein gibt. Was ich auch jetzt wieder so ein bisschen mehr dazu gewonnen habe, kann ich dazu sagen, dass ich habe so eine Zeit gehabt, muss ich sagen, wie ich zu Werder gekommen bin, da haben viele Leute auf mich eingeredet, ja, jetzt bist du ja schon Bundesligaspieler, hin und her, hab das ein bisschen angenommen. Habe vielleicht dann ein bisschen den hundertprozentigen Biss verloren, jetzt ja noch weiter zu streben, weil, wie gesagt, von uns war ja alle der Traum, mal in einer Top-Liga zu spielen. Aber natürlich geht es immer besser und das habe ich vielleicht am Weg verloren und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt gewonnen habe. Und wie gesagt, wenn die Möglichkeit sich tut und ich sehr gute Saison spiele und hin und her, dann wird nach wie vor mein erster Ansprechpartner sowieso Werder bleiben oder ich habe ja sowieso noch Vertrag. Aber jetzt bin ich auf diesem Weg, dass ich schon sage, ich möchte mich weiterentwickeln, wieder noch mehr weiterentwickeln und einfach das Beste herausholen. Du bist ja nicht nur mental sehr stark geworden, sondern du bist offenbar auch Diplomat geworden, weil ja. Eine Antwort ist es keine. Ich wollte gerade sagen, also, Politiker wäre der nächste Step. Es liegt vor dir ein blanker Vertrag. Du kannst jeden Verein eintragen und du sagst das glaube ich dir nicht, Romano. Das glaubst du nicht? Nein, was ist ja, aber es ist tatsächlich so. Natürlich, mein Traum war immer mal in Spanien zu spielen, das weiß nicht jeder. Aber was für ein Verein das dann ist, ich kann ja jetzt nicht Real Madrid sagen. Ja, sicher. Das war ja die Frage. Ich hätte auch fragen können, welche Bettwäsche hast du? Wenn es eine Real Madrid-Bettwäsche ist, dann wissen wir auch die oder Antwort. Oder Al-Ittihad natürlich. Oder Al-Ittihad. Al-Hilal. Wer hat das gesagt? Teure Bettwäsche. Irgendwer hat doch absurderweise, also nicht Saudi-Arabien, aber irgendein absurder Wechsler gesagt, er hat schon einmal als Kind von dem geträumt. Ja, genau. Den Verein hat es noch gar nicht gegeben, wie der jetzt. Nein, aber es ist schon gut, dass du dich auf die aktuellen Sachen konzentrierst. Dann wäre es Barcelona, sage ich, wenn ich die Aussucht habe. Romano, wir haben ja jetzt gerade über deine aktuelle Saison und deine Form bei Werder gesprochen. Ich habe in einem alten Interview von dir gelesen, du hast damals gesagt, der Gerd Struber hat dir als Spieler gut getan, er hat dich spielen lassen, das hat für dich funktioniert. Der ist jetzt in Salzburg Trainer und Salzburg spielt in der Champions League. Ist das was dich juckt, wo du sagst, okay, pass auf, daheim, zwar nicht natürlich jetzt nicht in Graz oder so, aber in Salzburg spielen, zusätzlich dann Champions League, würde mich reizen oder eher nicht? Die Reize, das sind echt gemeine Fragen heute. Gell? Das ist der letzte Reizfrage, ich spüre das. Nee, der Gerd Struber ist ein wesentlicher Faktor, warum ich glaube, ich würde auch sagen, dann in Deutschland mich etabliert habe, der mir noch ja zuerst bei Salzburg geholt hat, dann auch noch die Chance gegeben hat, mich wieder reinzubeißen, sage ich mal, wo es mental für mich dann nicht so leicht war nach Salzburg. Und auch nach dem ersten halben Jahr beim WRC und deswegen bin ich denen unendlich dankbar. Für mich ist jetzt aber aktuell kein Bedarf, zurück nach Österreich zu gehen und auch kein Gedanke. Sehr interessant, Dankeschön. Die Überleitung zu Österreich aber ist trotzdem für uns jetzt wieder Vorlage. Ja, weil Romano, ich frage dich jetzt nichts, was die Zukunft betrifft, sondern ein bisschen die Vergangenheit quasi. Was war denn für dich in deiner Karriere und für dich persönlich bedeutsamer? War es der Meistertitel mit Salzburg oder der Aufstieg in die Bundesliga mit Werder? Aufstieg mit Werder. Das habe ich mal gedacht, dass du das sagst, weil du identifizierst dich mit Werder Bremen zu 100%, das merkt man, oder? Das können wir auf jeden Fall so abdrucken, also, oder? Da braucht, egal was du in dem Interview sagst, ja, an das lässt du auch nichts herankommen. Werder ist immer erste Wahl und dann erst. Na, Werder ist echt cool. Hat mir auch rausgeholt aus Salzburg und deswegen bin ich denen dankbar. Ja. Auch wenn es ja jedes Jahr auch ein bisschen schwierig war, mich immer reinzubeißen, aber habe ich immer geschafft und deswegen ja. Du, jetzt gehen wir weg von Werder Bremen. Keine Sorge, wir kommen jetzt nicht wieder mit einem anderen Verein angekrochen, sondern mit der Nationalmannschaft. Du hast ja für die Jugendnationalmannschaften super viele Spiele gemacht, ja? Ich glaube, über 30 kann das sein. Und in etwa, glaube ich. Du hast sehr viele gemacht. Und auch mittlerweile ja schon einige im A-Nationalteam. Dein erstes gegen Frankreich letztes Jahr. Und ich glaube, das ist ja der Traum von jedem jungen Buben oder jedem jungen Mädel, das kickt. Wie ist es denn jetzt wirklich, wenn man
dann soweit ist und man spielt dann gegen einen damals amtierenden Weltmeister das erste Mal für Österreich in der A-Nationalmannschaft. Ja, ich glaube, ich habe ja letzte Woche schon ein Interview gehabt, da bei der PK habe ich beantwortet, so anhand der Spiele, was ich bei Nationalteam gemacht habe, in der Jugend und auch, glaube ich, die Scorerpunkte, was ich da jedes Mal abgeliefert habe, kann man sehen, wie gerne ich für die Nationalmannschaft spiele. Mhm. Und natürlich war das was ganz Besonderes für mich, vor allem gegen Frankreich. Wir haben zwar verloren, aber ich glaube, bis jetzt in jedem Spiel, ich glaube, 4 Spiele habe ich jetzt, ja, genau, bin ich reinkommen und habe immer sofort ja, Tempo gemacht, wahrscheinlich sehr viele Zweikämpfe gewonnen, immer, ja, würde ich behaupten, ja, okay, sagen wir 3 davon. Im 4. bin ich ja nur 2 Minuten reingekommen, glaube ich, 3 Minuten. Aber immer, ja, mich, glaube ich, gut behauptet, gut präsentiert und darauf bin ich stolz. Natürlich, wenn man Fußball spielt und dann so weit ist, will man immer noch mehr. Klar. Vor allem auch spielen dann in einer Nationalmannschaft. Ja, aber wie gesagt, es war natürlich außergewöhnlich, vor allem in dem Stadion gegen Mbappé und so, dann das Debüt zu feiern. Dann habe ich fast einen Zweikampf gegen ihn gehabt, so war auch cool. Das, der Hund ja, ist langsam, das bleibt natürlich viel in meiner Erinnerung. Bitte? Schnell ist der nicht, gell? Ja. Der ist nicht so schnell wie im Fernsehen. Weißt du, wo er dann wäre. Der hat dich gesehen und ist umgedreht. Gesagt, das reicht. Ja. Aber Romano, wir sind ja jetzt auch in der Europameisterschaftsqualifikation sehr gut unterwegs, sag ich mal. Also es ist noch nichts eingetütet, aber wir sind Gott sei Dank so gut wie bei der EM 2024. Wie wichtig ist es für dich, dich nochmal ein bisschen mehr noch ins Rampenlicht zu spielen, dass du da unbedingt dabei bist? Oder hast du da keinen Stress und konzentrierst dich auf deine Aufgaben bei Werder und dann wird das schon von allein gehen? Also im Hinblick zur Euro, das muss schon mein Ziel sein, dass ich da sage, da will ich dabei sein, das ist ja ganz klar. Ich war schon enttäuscht ein bisschen, dass ich letztes Mal nicht dabei war, weil ich glaube, meine Rolle dort sehr gut annehme und glaube, immer Gas gebe, aber habe ich auch ein bisschen verstanden, vielleicht ein bisschen verstanden. Ahnungsloser Trainer. Mein Ziel ist, ja, den genauen Grund unbedingt gab es ja nicht wirklich, aber habe schon ein bisschen verstanden. Aber wie gesagt, schon mein Ziel, immer darauf hinzuarbeiten, jedes Mal dabei zu sein. Das ist schon ganz klar. Aber wenn es jetzt nicht klappt, machen wir jetzt keinen Stress. Das Ziel ist die Euro, ganz klar. Geil. Unser Ziel auch. Also es wäre schon schön, wenn es das wirklich wir geben jetzt auch alles. Konzentrieren wirklich uns auf unseren Job, damit wir dabei sind. Sag mir irgendwas, was ich beitragen kann. Ich werde es machen, weil ich will nächstes Jahr. Sie brauchen ein neues Maskottchen, Max, habe ich gehört. Ja, da fragen wir mal einen Funke. du, Romano, jetzt bevor wir zu einem kurzen Wordrap kommen, wo du dich noch ein paar Mal zwischen zwei Sachen entscheiden musst, aber nicht mehr zwischen Vereinen. Es geht nicht immer Werder als genau, Antwort. Richtig. Ich habe noch was angeschaut, und zwar im Zimmerduell, im Trainingslager letztes Jahr mit Niklas Schmidt, hat der behauptet, du singst im Bad österreichische Lieder. Was dann nicht offengelegt wird, welche Lieder das denn sind. Gib uns nur einmal zwei, sag uns zwei. Sagen oder singen? Beides, ist völlig in Ordnung. Boah, schwierig. Manchmal singe ich Hula Baloof. Ja. So. Liebe Grüße gehen raus an den Andi. Ja, und ja, keine Ahnung, alles Mögliche. Von Reinhard Fendrich sicher irgendwas. Boah, herrlich. Und manchmal singen irgendwelche Fanlieder. Ja? Keine Ahnung. Was ist denn der Lieblingsfanlied? Ja, das kann ich jetzt nicht so sagen. Okay, das Stadion, müssen wir nicht. Mit dem Verein habe ich gar nichts zum Tun gehabt, aber ich finde es ganz geil, deswegen singe ich es manchmal. Ah, okay, geil. Also, was ist mit zum Beispiel Heimkommst? Kannst du anstimmen? Das habe ich auch schon. Das ich auch was, du willst das singen? Ja, kannst du auch, Romano, kein Problem. nein, das habe ich schon mal gesagt. Okay, wir müssen jetzt nicht nur guter Versuch, ja. Schade. Okay, gut. Du, dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Wordrap aus 3 Fragen. Easy, hoffentlich. Luke, du startest. Okay, also Romano, erste Frage. Graz oder Bremen? Ja, Graz dann schon. Uhrturm. Kohl und Pinkel oder steirisches Bockhändl? Bockhändl. Ja, Bockhändl ist irre, wenn wir ehrlich sind. Das ist voll gut. Also das ist schon leicht. Nein, das siehst du. Okay, letzte. Achtung, wir werden musikalisch. Die Bremer Stadtmusikanten oder STS? STS. Ja, eindeutig. 3:0 für Österreich. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt wissen wir es, was die Bremer Stadtmusikanten sind. Wir haben aber auch etwas anderes noch erfahren über einen anderen Virtuosen aus Bremen, Romano Schmidt.
herzlichen Dank, dass du in der ersten Folge von Abgestaubt zu Gast warst. Mörderisch. Ich hoffe, wir können uns bald wieder mal hören, vielleicht in der 20. oder 25. Folge. Alles Gute für den Rest der Saison. Bitte schier's uns zu Euro nächstes Jahr. Das wäre mir ein persönliches Anliegen. Und wir kommen dich vielleicht mal in Bremen besuchen, okay? Unbedingt. Machen wir. Ja, gerne. Würde mich freuen. Danke, Romano. Alles Ciao. Liebe. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao, Jungs. Ciao. Wenig überraschend, dass dieser Typ sausympathisch ist. Ja. Romano Schmidt, Werder Bremen. Aber es gab ein paar andere Überraschungen, über die wir jetzt plaudern. Richtig. Überraschungen gibt's immer wieder. Salzburg ist nicht mehr Tabellenführer, das haben wir schon besprochen. Stimmt. Fiorentina gewinnt in Napoli mit 3:1. Für mich jetzt auch keine Überraschung, denn die haben ja gegen Rapid gewonnen und deswegen so ein Hoch. Das gibt Kraft für die Saison. Das ist klar. Ja. Big One, Manchester City verliert back-to-back in der Liga und verliert auch nach der Niederlage gegen Arsenal die Tabellenspitze. Das ist tatsächlich wirklich eine Überraschung, finde ich. Denn in den ersten 8 Spielen, wenn man Man City ist, schon 2 Niederlagen zu haben, muss ich sagen, ich glaube, das sind ein paar schon unentspannt. Was hast du normalerweise als überragender Meister? 6 Niederlagen maximal? Das ist fast ein bisschen viel, finde ich. Also ich weiß jetzt nicht. 4 bis 5? Ja, würde ich schätzen. Also ich würde sagen 4. Kommt schon hin, weil dann hast du ein paar Unentschieden auch noch und den Rest gewinnst. Die und verlierst du irgendwann am Ende, wenn du entweder schon Meister bist, genau, oder wenn die Saison lange dauert, vielleicht in der Mitte, wenn es Weihnachten durchzuspielen gilt und so Zeug. Ne? Absolut. Also ich glaube, jetzt schon 2 Niederlagen ist nicht ohne. Nein. Punkterückstand sind jetzt mal nur 2 Punkte. Also es ist jetzt auch da noch sehr verfrüht, aber man muss sagen, dass Man City da doch die Konstanz nicht halten kann. Bin gespannt. Also Premier League mal wieder ein bisschen spannender, wobei die ist eh immer spannend, aber in dem Fall finde ich es geil, dass es sich nicht jetzt schon wieder abzeichnet, dass einer davon zieht. Was traust du Newcastle zu nach dem Sieg gegen Paris in der Champions League letzte Woche? 4:1 Newcastle United gegen Paris Saint-Germain, wie der Experte sagt. Ja, fand ich geil. Ich habe tatsächlich auch getippt, dass Newcastle gewinnt. Was? Allerdings auch eine Kombi-Wette und habe somit bei anderen Spielen verloren. Was hast getippt, dass Manchester United Galatasaray schlägt oder was? Nein. Du bist ja ein Anfänger. Wer hätte das gedacht? Galatasaray schlägt nämlich United 3:2. Absolut, auch eine Überraschung. Ja. Aber da muss ich sagen, ManU in den letzten Jahren leider auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, dass ich blind vertraue, dass die Gala wegschießen. Muss ich schon sagen. Überhaupt gar nichts. United kannst du überhaupt nicht vertrauen. Schau. Mein Problem mit United ist, ich habe jetzt die Beckham-Doku geschaut. Mhm. Da kommen schon. Sehr hübsche Frau, ja. Sehr hübsche Frau, ja. Aber auch Victoria. Ja. Nein, die ich habe Beckham, mein erstes Fußballtrikot war David Beckham. Ich bin ja auch United. Jetzt würde ich nicht sagen, ich bin ein Fan. Aber doch immer schon ein sehr großer, sag jetzt mal, Befürworter. Erste CD, Spice Girls. Taugt mir einfach, genau, extrem wichtig. Nein, und da kommen schon Erinnerungen hoch, wenn man dieses Bayern-Finale schaut oder auch sein Freistoß im England-Trikot. Ja, genau, oder auch andere Spieler, mit denen er gespielt hat, Scholes, Giggs und so weiter. Das ist schon meine Kindheit und Jugend fußballerisch. Und man weiß ja da muss man ja kein Experte sein, dass diese goldene Ära aufgehört hat 2013, als Sir Alex Ferguson zurückgetreten ist. Das ist Wahnsinn. Ich denke gerade, das ist 10 Jahre her. Ja, crazy. Und danach war ja eigentlich, ich meine, gut, dann gab es einmal Europa-League-Titel und so weiter, aber sonst viel Chaos. Und was mir jetzt ganz besonders aufgefallen ist beim Galaspiel ist, du bist vorne, die haben es ja gezeigt, wie überragend sie sein können. Ja. Also diese 2 Rasmus Højlund-Tore. Ja, das zweite, das Solo, das ist ja unfassbar. Das war stark, ja. Richtig, das ist Striker Perfection. Du kriegst den Ball auf der Mittelauflage nach einem Fehler, dann hast du den Antritt, du hast die Schnelligkeit, die Ausdauer, damit du den Sprint durchziehen kannst. Du schneidest rein, damit der Verteidiger gar nichts mehr machen kann und bleibst im Old Trafford so cool, dass du den drüber lupfst mit dem Linken. Ist fantastisch. Ist geil. Und dann kann man noch dazu sagen, den haben wir in Österreich schon gehabt. Auch irgendwie der geil, war bei oder? Sturm, ja. Das ist unfassbar. Schon leibend, ja. Und dann, der ist dann über Atalanta eine Zwischenstation eingelegt, sage ich mal, und dann zu United. Dann hast du noch Fernandes, wie die, ne? Oder? Früher, als der aufgekommen ist, hat man gesagt Bruno Fernandes. Dann haben die Kommentatoren von irgendwelchen Plattformen auf einmal gesagt Bruno Fernandes. Und jetzt ist einfach nur Bruno. Also Bruno. Bruno Fernandes. Bruno. Genau. Ja. Rashford, du hast unfassbare Kicker. Absolut. Die es aber auch zeigen, jetzt bei dem Spiel gegen Gala. Du hast Maguire. Ja, na, dann hast du hinten einfach solche Dolben. Ja. Wo du sagen kannst, das gibt es einfach nicht. Der Onana. Hat wieder mal ein gutes Spiel in der Mitte drinnen gehabt, aber das Tor, wo ein hohen Bogen über ihn drüber fliegt,
Es sei mal nicht besser. Nee, was der sich alles schon erlaubt hat jetzt in letzter Zeit. Org. Der ist zwei Monate da. Ja, ist wirklich bitter. Also da, das, ich weiß nicht, ich fand den auch vorher eigentlich ganz gut. Total. Aber riecht er unter dem Druck zusammen, den man in Manchester hat? Vielleicht. Ja, das mag mitspielen. Mhm. Oder er versteht kein Englisch. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es ja nicht. I don't know. Genau. Lens hat Arsenal geschlagen und somit haben wir drei Sensationen und Überraschungen in der Champions League. Mhm. Eine Riesenüberraschung ist zusätzlich natürlich auch, dass die Wiener Vereine Tore schießen können. Hätten wir nach dem letzten Wiener Derby, das 0-0 geendet hat, nicht gedacht. Aha. Aber am vergangenen Spieltag Rapid 5 gemacht, die Austria 4 gemacht. Ja, unglaublich. Ja, da. Also da muss man sagen, haben sie mal das ausgespielt, was sie eigentlich können. Ja. Denn die Chancen kreieren und so weiter funktioniert außer im Derby. Bei den Mannschaften schon. Und ich bin auch sehr froh aus grün-weißer Sicht, dass da nicht ein toter Gegner wieder lebendig gemacht wurde. Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, es gab ja in beiderlei Fanlagern jeweils Transparente, ein positives, ein negatives. Mhm. Bei den Austria-Fans war es das positive Transparent für den Trainer Wimmer. Genau, Michi Wimmer, einer von uns. Genau, wo sie sich für den Trainer aussprechen, auch in schlechter Zeit, was ich sagen muss, das ist, finde ich, eine coole Aktion, weil gerade der Trainer ist der Erste, der angezählt ist, der Erste, der vielleicht verunsichert ist, der, und bei sowas holst du ihn einfach voll wieder, holst du alle wieder zusammen als Fangruppe, wo ich sage, okay, geil, in schlechten Zeiten zusammenstehen, bringt einfach immer was und die vertrauen in die Arbeit von ihm und das kann in meinen Augen nur positiv ausgehen. Richtig, gerade nach dem, was mit Manfred Schmidt passiert ist, der ja... Mhm. Die waren ja gut drauf eigentlich. Ja, und die Fans mochten ihn. Und die Fans haben ihn geliebt, weil er ist ein ehemaliger Austrianer und der hat einfach gesagt, okay, tschüss, du bist jetzt weg. Absolut crazy. Auch in meinem Freundeskreis. Niemand hat das annähernd verstanden. Ja. Ob das so der kluge Schritt war, weiß ich nicht. Momentan hinkt die Austria quasi hinterher. Also die sind, glaube ich, nicht sehr zufrieden mit der Performance. Und bei Rapid ist es ähnlich, wobei ich sagen muss, spielerisch die Saison finde ich es eigentlich geil. Und ich weiß immer dieses Was wäre, wenn, aber wir hatten unglaublich eine Chance gegen Sturm zu gewinnen. Wir hatten zwei Unentschieden in allerletzter Sekunde. Also das sind, glaube ich, insgesamt 6 Punkte, die uns auf Platz 3 bringen würden, wenn man einfach Spiele nach Hause spielt und so weiter. Und da gab es auch ein Transparent. Bei diesem 5-0 Auswärtssieg gab es ein negatives Transparent, wo man nochmal auf die Spieler hinkaut hat mit Derby-Versager. Bisschen überzogen in dieser Situation. Also, ich bin durch und durch Rapid-Fan, kann aber mit manchen Rapid-Fans und deren Aktionen nicht immer was anfangen. Das Argument, was ich online gelesen habe, ist ja, damit müssen die Spieler jetzt auch umgehen können, wenn die Fans damit umgehen müssen, dass das Derby nicht gewonnen wird. Das kann man so nicht vergleichen. Und wenn man auswärts extra mitfährt, um seine Mannschaft zu supporten und die gewinnen 5-0, dann lasse ich so ein Transparent weg. Dass ich in der Tasche also, und freue mich über den Sieg. Genau. Aber ja. Ja, weil das ist ja das, was eine Mannschaft tun soll, nach einem 0-0 im Derby einfach antworten auf den Platz und 5 Tore schießen. Absolut. Was Besseres gibt es ja nicht. Ja, und was hätten sie gemacht, wenn sie nicht gewonnen hätten? Na dann, ich weiß nicht, was sie noch für transparente Mieter hätten. Dann hätte er zweites Rufzeichen hinter den Satz. Ausdruck unseres Ärgers. Wir sind super sauer. Nein, aber ich bin immer ein Freund davon, positiv anzufeuern. Ja. Weil ich weiß nicht, ich kenne wenige Menschen, die durch Negativität und durch Draufhauen und durch Bösesein irgendwie Ansporn haben. Aber ich weiß nicht. Lustig, dass bei einem Team, das Sechster ist, beim 5-0-Sieger ein negatives Transparent gezeigt wird und bei einem Team, das Neunter ist, wie die Austria, ein positives gezeigt wird. Tja. Die Austria-Fans in diesem Falle dürften es wohl verstehen, dass man, wie du sagst, auf die am Boden liegenden nicht draufhaut, sondern ihnen unter die Arme greift. So viel dazu. Es gab einige Überraschungen und die haben wir jetzt besprochen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nach den Überraschungen im Fußball zu deiner Headline, lieber Max. Fußball im Streaming-Dschungel. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, kann ich mir was darunter vorstellen, aber bitte, ich gebe dir den Redestab. Was meinst du mit der Headline? Danke, Luke. Was ich mit der Headline meine, ist eigentlich recht einfach erklärt und du kannst dir auch aus einem guten Grund etwas darunter vorstellen. Und zwar habe ich mir angeschaut, was man in Österreich braucht, um jedes Fußballspiel sehen zu können, welche Anbieter, welche Sender und was man dafür zahlen muss. Mhm. Jedes Fußballspiel heißt... Profiligen der relevanten Ligen, dann auch noch österreichische Liga dazu. Dann Nationalteam nehme ich an. Nationalteam, ÖFB Cup. Oha. Genau. Und Champions League, Euro Spiele, League, die man als Fußballfan einfach gerne sieht. Als Single-Mann in den Mid-20ern mit einem Pub um die Ecke. Okay, ja? Gefällt mir. Verstehst du, was ich meine? Vielen Taschentücher zu Hause. Genau, richtig. Ich habe Zeit, ja. Ich habe einen
So. Also, ich brauche, um die österreichische Bundesliga zu sehen, Champions League, die Premier League, die Europa League, die Conference League, die deutsche erste und zweite Liga. Dafür brauche ich Sky. Das Paket mit Bundesliga Deutschland und Sport All In kostet 25 Euro. Okay. Ja. Finde ich mal jetzt prinzipiell ist ganz nett. Da ist ja einiges dabei. Man ist Sportfan, man hat keine Gattin zu Hause, genau. Man hat kein Kind, das einem die Haare vom Kopf frisst oder die Scheine genau aus der Tasche. Und ich finde 25 Euro ist vertretbar für, ja, für dieses Paket. Das ist Paket. Ein Wohlfeil. Aber es ist halt noch nicht alles. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Du hast völlig richtig, hast du völlig richtig gesagt. Luke, es kommt nämlich noch dazu, dass diese Bundesligaspiele, die man in diesem Paket bekommt in Deutschland, ja gar nicht alle sind. Aha. Es gibt ja die berühmten Freitags- und Montagsspiele, die bei Männern mittleren Alters Haarausfall verursachen, weil sie nicht wissen, wo sie sich einloggen müssen. Doping für die Haare. Richtig. Nur für die Haare. Richtig. Ja. 30 Euro kommt für The Zone mit dazu, weil du willst auch alle Champions-League-Spiele sehen. Du willst ja alle deutsche Bundesligaspiele sehen. Du willst La Liga Serie A und Ligue 1 aus Frankreich sehen. Aha. Nicht alle Spiele. Die sind nämlich gar nicht dabei. Du kannst immer nur die Fiorentinas gegen Napoli gewinnen sehen oder die Juves gegen Milan, aber du kannst nicht Sampdoria Genua gegen Haumichblau im FC sehen. Ja. Das gibt's gar nicht. Okay, schwierig. Also, alle Champions-League-Spiele, alle Bundesligaspiele Deutschland, da kommen noch einmal 30 Euro für The Zone dazu. Da sind wir bei, du bist ein Freund der Mathematik. 55? Bei 55 Euro. Okay. Da habe ich aber noch keinen ÖFB-Cup gesehen. Ui. Da habe ich noch kein Länderspiel gesehen. ÖFB-Cup wird exklusiv von ORF übertragen. Aha. Ab nächstes Jahr gibt es ja die Haushaltsabgabe, die jeder zahlen muss. Das heißt, wenn ich Fußballfan bin, aber nichts anderes konsumiere und somit nicht GISP-pflichtig wäre, muss ich ab nächstes Jahr 20 Euro für den ÖFB-Cup und für die Zusammenfassung der Bundesliga auf ORF 1 bezahlen. Okay, sollen wir das auch noch dazu rechnen? 20 Euro, dann rechnen wir 10 dazu. Achso, ich dachte 75 wollte ich jetzt sagen, aber ja, dann sind es 65. Es wird Leute geben, die sagen, die Haushaltsabgabe kannst du nicht dazu rechnen. Ich finde ja, gehen wir einen Kompromiss sein. Machen wir die Mitte. Bei 65 Euro ist auch viel, nur damit ich Fußball sehen kann im Monat. Mhm. Dann habe ich noch Gratisangebote von Puls 4, die 15 Europa-League-Spiele zeigen. Laola, die einmal in der Woche ein Spiel von der zweiten Liga zeigen. Das ist, da schließt man sich dann gemeinsam mit den vier anderen, die das sehen wollen, in einen Raum und lernt sich kennen bei Ried gegen den GRK. Ja. Und die Servus TV hat auch ein paar Champions League-Spiele. Genau, die haben glaube ich, auch ÖFB-Spiele und Champions League-Spiele von Salzburg natürlich. Genau. Das vorher angesprochene Spiel gegen Belgien zum Beispiel wird auf Servus übertragen. Mhm. Aber worum es geht, ist, dass ich 65 Euro im Monat bezahlen muss, wenn ich wirklich meiner Leidenschaft des Zuschauens beim schönsten Sport der Welt frönen möchte. Absolut. 65 Euro für Fußball im Monat. Was sind deine Gedanken dazu, Captain Luke? Meine Gedanken sind folgende, dass es natürlich, es muss einen Mitbewerbermarkt geben und es muss die Marken und die Marken geben, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommt einer daher, der alles hat, dann kann der natürlich absurde Preise verlangen. Ja. Und das darf nicht sein. Deswegen ist es ja immer wichtig, dass sich welche konkurrieren. Aber ich finde es total absurd. Ich weiß jetzt nicht, was genau dort gezeigt wird, aber ich glaube auch Amazon zeigt irgendwelche Fußballsportereignisse. Also es ist so breit gefächert, wenn ich mir denke, was ich mir da jetzt alles zulegen muss, ist es total absurd. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es nur einen gibt. Ja. Aber da ist für mich so ein großes Obacht-Rufzeichen drüber, wenn es jetzt der eine ist, der sagt dann, ja, gern, aber 200 Euro im Monat müsst ihr schon zahlen dafür, dass ihr alles seht. Oder ihr seht es einfach nicht, weil es nirgendwo anders übertragen wird. Ähnlich wie es Elon Musk jetzt mit Twitter macht. Der sagt, okay, dann kauft euch Premium, wenn ihr bessere Reichweite haben wollt und einen blauen Haken haben wollt. Mhm. Wenn ihr doppelt so viel Text haben wollt, dann müsst ihr mir 10 Euro im Monat bezahlen. Genau, also das ist so immer die gefährliche Geschichte, wenn es nur einen am Markt gibt, dass der dann einfach absurde Sachen verlangen kann und entweder bist du bereit, das zu zahlen oder du siehst es halt nicht. Genau, das ist schon blöd. Gab es ja, dafür gibt es ja die Kartellbehörden oder die Monopolaufsprengungsmagistratsabteilungen, die sind sehr berühmt. Nein, aber dafür gibt es ja diese Einrichtungen, die das nicht zulassen dürfen oder sollen oder es verhindern sollen. Da sind wir aber eh weit weg. Wir haben viele Anbieter, Sky, ÖFB, ORF, The Zone, Laola, Servus, Puls 4, wie sie alle heißen. Amazon sagst du auch noch. Aber nervig ist es schon. Mhm. Also es kommt nämlich noch dazu, dass wenn ich mir heute
eine Zusammenfassung anschauen will von der österreichischen Bundesliga, dann finde ich die gar nicht mehr auf YouTube. Also wenn ich im Bus unterwegs bin, bin ich nie im Bus unterwegs. Aber Straßenbahn? Sehr selten in der Straßenbahn unterwegs. Okay, Taxi? Extrem. Uber? Oft im Uber, ja. Aber noch mehr in der U-Bahn und auf dem Roller. Roller streichen wir weg, weil da habe ich das Handy als verantwortungsbewusster Steuerzahler überhaupt gar nirgends irgendwo in der greifbaren Nähe. Aber wenn ich in der U-Bahn sitze und kurz einmal ein YouTube-Video anschauen will, wie der Austria gespielt hat, das mache ich so gut wie nie, weil mir das eigentlich sehr selten interessiert. Ja. Aber wenn ich das möchte, dann geht das nicht. Da muss ich in meinen Browser gehen und muss Sky Sport Austria aufrufen und dann dort reinschauen. Dort und zuerst mal eine lange Werbung dort, anschauen. Weil ich zahle ja für YouTube zahle Premium. Ja. Da zahle ich 17 Euro, damit ich keine Werbung sehe. Ja. Bin auch Sky-Kunde. Aber auf der Homepage schaue ich mir dann wieder die Werbung an. Das ist natürlich cool. Du bist Sky-Kunde, zahlst für Sky und musst dann noch die Werbung anschauen. Das ist schon absurd. Ja. Eine Sache, die ich dazu auch noch habe, wenn ich so selber zurückdenke, als ich Fußballfan wurde durch und durch und in meiner Kind-Jugendzeit, gab es einfach im Free-TV, ich meine Free unter Anführungszeichen ORF, damals natürlich mit Giesgebühren, das ist auch nicht free, aber trotzdem im breiten Fernsehen gab es Bundesliga. Es gab Bundesligaspiele, mehrere, oder lass es nur das Topspiel am Sonntag sein. Ja. Und als Rapid-Fan war, weil Rapid die meisten Einschaltquoten gebracht hat, einfach oft Rapid im Fernsehen, ohne ein abgeschlossenes Abo mit einem privaten Sender. Und ich glaube, dass das gesamte Interesse an der österreichischen Liga und überhaupt am österreichischen Fußball, an der Bundesliga, dadurch ganz stark zurückgegangen ist, dass du quasi sowas wie Sky dir kaufen musstest. Ja. Ich verstehe alles und ich verstehe diesen ganzen Markt, aber ich glaube, wenn das weg ist aus dem Free-TV, sinkt das. Das glaube ich nach wie vor. Deswegen, ich bin schon ein Freund davon, dass wieder Spiele oder so Top-Spiele oder lass es eine gute Zusammenfassung wie in Deutschland sein, die im vermeintlichen Free-TV, muss ich immer dazu sagen, am Abend kommt. So eine wirkliche Bundesliga-Sendung, die gut aufbereitet ist, dass du als Hardcore-Fan schaust du dir am Samstag die Spiele auf Sky an und am Abend schaust du dir eine coole Zusammenfassung auf ORF oder Puls 4 oder am ersten tippe ich auf ServusTV, die das von ihren Kapazitäten und Fähigkeiten wirklich gut aufbereiten und zusammenbringen. Das fehlt mir so ein bisschen in unserem Land, weil einfach, glaube ich, die Liga das noch nicht hergibt, dass sich da einer hinsetzt und sagt, okay, wir nehmen uns dem Projekt jetzt an, hauen da viel Geld und Zeit rein, um das gut aufzuarbeiten. Ja, es ist total eigenartig irgendwie, weil wenn ich schon die Möglichkeit habe als ORF, dass ich die Highlights der Bundesliga zeige, dann mache ich das doch geil. Ja, das weißt du, und nicht so wieder, wie, ich meine, schau dir heute eine Bundesliga-Zusammenfassung an und dann schau dir eine Bundesliga-Zusammenfassung aus dem Jahr 2007 an. Das ist eigentlich dasselbe. Die gleichen Leute. Es ist sogar der gleiche Mensch, der das präsentiert mit Rainer Pariasek. Du hast dann den Prohaska, der seinen Senf hinzugibt. Schneckerl, No Front, mag ich sehr gerne. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Es ist nicht irgendwie so, dass man sagen würde, oh, ORF Sport ist im Jahr 2023 angekommen. Absolut. Und das ist das, was ich auch wirklich ankreide, dass der ORF, der natürlich eine wahnsinnig breite Masse bedienen muss, jetzt sagt, okay, im Sport, da rennt's so halbert, ja, es ist quasi, wir fahren im zweiten Gang, könnten in den dritten, in den vierten schalten, aber am zweiten geht's auch. Ja. Und das seit Jahren und teilweise, ich bin auch bei Sky eben, da haben wir schon viel Zeit dort verbracht, weiß ich, was es jetzt heißt, gute Fußballberichterstattung zu erleben und dabei zu sein. Und wenn du dann in ORF schaust, ist das eh lieb, aber teilweise ist es ein bisschen zu wenig Professionalität und das vermisse ich so und das würde ich mir mal wieder wünschen, dass da auch neue, frische, hungrige Fußballjournalisten und Journalistinnen vor die Kamera kommen. Ja, wie stehst du zu dem Thema Highlights auf YouTube oder, also wir haben es jetzt schon gehört, dass man eben dann auf die Homepage gehen muss, aber die Länge, mir ist es heute aufgefallen, als ich meine Highlights anschauen wollte, 7 bis 10 Minuten, dafür gehe ich ja nicht auf ins Internet oder auf YouTube und schaue mir an, wie in 9 Minuten Bayern gespielt hat. Absolut. Die willst du doch in 3 Minuten wissen. Das sehe ich auch so. Und wenn wir jetzt in einer Wunschwelt sind, wäre ich für ein quasi Highlight Extended und Highlight Short. Ja. Also einen, der wirklich nur knackig, 3 Minuten 30. Und es gibt ja auch die zwischen 90 Minuten und 3 Minuten auch was haben wollen. Denen gebe ich das Bit, das 10 Minuten dauert, wo ich mir in Ruhe so ein paar gute Chancen anschauen kann, wie wurde da gespielt und so weiter, aber trotzdem nicht das Ganze sehen, aber auch nicht das ganz Kurze, so ein Mittelding wäre auch noch cool, aber natürlich auch da wieder, kostet für zu viel wahrscheinlich, da musst du auch nochmal Ressourcen in die Hand nehmen, um Menschen das zur Verfügung zu stellen, also das ist, bei Wünsch dir was wäre es so, aber ich glaube aktuell
sind wir davon noch ein bisschen entfernt. Weil es würde ja auch Sinn machen, wenn ich sage, du lädst das Video, sehe das gleiche Video zweimal hoch, Highlights, Extended Highlights, Quick oder Short oder whatever, wie du es nennst. Ja. Weil du hast ja auch zweimal dann Reichweiten. Absolut. Es ist Double Content, das passt doch. Na und theoretisch, wenn ich mir das jetzt durchdenke, wie ich das machen würde, ich würde mir einen Cutter holen, der das 10-Minuten-Highlight-Video macht. Ja. Und dann schicke ich den gleichen Cutter über das 10-Minuten-Video und sage, und da machst du jetzt 3 Minuten. Ja, sicher. Also die Arbeit ist jetzt gar nicht so viel mehr. Aber ja, ich sage immer, Angebot und Nachfrage müssen stimmen. Wenn das die Leute wollen und das irgendwer macht, wird sich das schon zeigen, ob das was ist. Absolut. Nach der Headline folgt der Hot Take, lieber Luke. Was ist denn diese Woche dein Hot Take? Mein Hot Take ist Fixabsteiger der Liga Austria-Lustenau. What makes you say that? Naja, also prinzipiell finde ich es immer gut, wenn die Austria absteigt. In dem Fall finde ich es fast ein bisschen schade, weil Austria-Lustenau, muss ich sagen, letzte Saison extrem überrascht hat. Super coole Truppe, guter Fußball, Trainer sympathisch, taugt mir eigentlich. Aber diese Saison kommen die überhaupt nicht voran. Aber es ist ja immer die Aufstiegssaison, die geil ist und die zweite, die dann einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Absolut, und das ist halt so bitter, weil in dem Fall haben sie, glaube ich, 0 Siege, ich glaube 2 Unentschieden, der Rest Niederlagen, also 2 mickrige Punkte und schaut nicht gut aus, aber auch da, ich wiederhole mich gerne innerhalb eines Podcasts öfters, sind wir noch am Anfang der Saison. Es kann noch viel passieren, aber aktuell, wenn du schon so mit dem Rücken zur Wand stehst, ganz schwer, ganz schwere Trainings, ganz schwere Spielvorbereitungen, Spiele selber. Nach jeder Niederlage denkst du, oh mein Gott, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Den Kopf da rauszuziehen aus dieser Schlinge in der Situation ist wirklich oft eine Meisterleistung. Ja. Und du, lieber Max, wie schaut es denn bei dir aus, bei deinem Hot Take? Wenn Leverkusen so weitermacht, gewinnen sie die Europa League und werden deutscher Meister. Wer mir widersprechen möchte, der kann das gerne machen. Auf Instagram abgestaubt oder auf X gerne. Danke, ich akzeptiere aber überhaupt kein Feedback zu dem Thema. Ich bin mir dessen sehr, sehr sicher. Gefällt mir. Gefällt mir am Inn. Ist eine schöne Stadt. Okay. Neben Schärding am Inn. Ja, denn mir gefällt das, wenn jemand so Behauptungen aufstellt und dann auch überhaupt nicht interessiert, was andere dazu was sagen. Was denkst du dazu? Also, glaubst du, dass Leverkusen mit Frimpong, mit Wirtz nie im Leben die Europa League gewinnt? Nie im Leben. Salzburg kann in der Europa League ins Halbfinale okay, kommen das gegen ist Dortmund. Auch schon urlange her. Da war es 4 Jahre. Ja. Und, aber Leverkusen kann es nicht gewinnen. Nein, das ist mein Scherz. Ich wollte darauf anspielen, dass du eigentlich den Meistertitel sicher viel mehr feiern würdest als den Europa League-Titel. Deswegen. Ich bin ja kein Leverkusen-Fan. Ja, aber dass es mal nicht Bayern wird. Nein. Weil Dortmund schafft es selber einfach nicht. Dortmund wird es nicht schaffen. Dortmund ist außen vor. Wir haben ein geiles Stadion. Ja, ich weiß. Gelbe Wand. Aber, super. Aber Leverkusen finde ich auch geil und ist ja auch immer vorn dabei, aber für ganz vorn reicht es nie. Jetzt sind sie auf einem guten Weg, aber soll ich nochmal sagen, dass wir sehr weit am Anfang der Saison sind? Sehr weit am Anfang und der Saison. Deswegen dauert es noch, aber wird mit Augenweh noch die zum Bayern Ärger werden. Sehr weit am Anfang der Saison, das bedeutet für uns gleichzeitig, dass wir noch sehr viel zu besprechen haben. Diese Folge von Abgestaubt ist zu Ende. Lieber Luke, wie hat es dir gefallen? Extrem gut. An deiner Seite gefällt es mir immer gut, Max. Ich glaube, wir haben die Fußballthemen wieder perfekt aufgearbeitet. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie geht's dir damit? Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Es war wunderbar, dass ich dich heute, lieber Captain Luke, an meiner Seite hatte. Dankeschön. Dankeschön an euch zu Hause. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Feedback bitte gerne auf Instagram und auf X. Wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir haben abgestaubt. Tschüssikowski. Ciao.